Wir haben hier die Blockbergung eines bronzezeitlichen Frauengrabes vor uns. Wir haben diese Blockbergung bei Öchlitz an der ICE-Trasse genommen. Sie stammt aus einem Gräberfeld der Mittelbronzezeit, das in die Zeit zwischen 1500 und 1300 vor Christus datiert. Man sieht hier den Aufbau, unten ist eine Metallplatte und oben ist aber das originale Sediment, das ist hier der originale Löss. Keiner dieser Knochen ist praktisch wegbewegt worden, all das ist am originalen Ort. Dieser Löss ist sozusagen das anstehende geologische, der Untergrund. Und dieses Dunkle, was Sie hier sehen, ist die Grabgrube, dieses dunkle Sediment, das vermischt von oben eingebracht wurde. Also der Humus wurde mit Löss vermischt und in der Grabgrube verfüllt. Die Frau, die hier liegt, ist etwa 40 Jahre alt und verfügt, zumindest für die Mittelbronzezeit, über reiche Beigaben. Wir haben hier eine Nadel, die uns die Frau wunderbar in die Zeit zwischen 1400 und 1300 datiert. Eine Leitform der damaligen Zeit, die ist typisch für die mittlere Bronzezeit, also die Zeit, die auf die Himmelsscheibe von Nebra folgt. Dass ich die Radnadel hier so ohne Handschuhe nehmen kann, liegt daran, dass es sich hier um eine Kopie handelt, die wir für die Blockbergung hergestellt haben, da wir das Original momentan im Museum zeigen. Die Frau verfügt über weitere Beigaben, zwei Armringe und mehrere Fingerringe. Und das Spannende und Interessante ist, dass wir sehen, dass es Verfärbungen gibt. Die Arme und die Fingerringe aus Bronze, die liegen natürlich immer an dieser Stelle. Und nachdem der Körper verfallen ist, färbt das Metall die Knochen. Das gilt auch hier für die Stirn. An der Stirn sehen wir eine Grünfärbung, die stammt von einem Stirnband, das vermutlich heruntergerutscht ist. Zumindest liegt hier so ein Band, das zu dieser Verfärbung passt. Das Spannende an der mittleren Bronzezeit ist, dass diese Gräber häufig beraubt werden. Es ist also ganz anders als zu anderen Zeiten. Die Verwandten wussten ganz genau, wo diese Bestattungen lagen. Und da die Bronze in dieser Zeit sehr wertvoll war, man muss sich vorstellen, wie lange es dauerte, ein Gramm Kupfer oder ein Gramm Zinn abzubauen. Deshalb haben die offenbar ihre eigenen Vorfahren oder auch die Nachbarn beraubt. Wir sehen das in anderen Gräberfeldern, wo die Toten zum Teil noch halb herausgezehrt sind oder wo eben die Toten über zahlreiche grüne verfärbte Stellen am Skelett verfügen, wo man offenbar zumindest nach einigen Jahren, wenn das Fleisch verfallen war, die Toten beraubt hatte. Die mittlere Bronzezeit folgt auf die Frühbronzezeit. In der Frühbronzezeit, jeder kennt die berühmte Himmelsscheibe von Nebra. In der Frühbronzezeit war dieses Gebiet hier von außerordentlicher Bedeutung. Man hatte Netzwerke über ganz Europa. Man war wichtig. Mächtige Fürstentümer beherrschten das Land. Die Menschen stammten sozusagen von den Leuten der Glockenbecherkultur ab, die bis nach England und bis nach Spanien die Länder besetzt hatten. Das ist ganz anders hier in der Mittelbronzezeit. Am Ende der Zeit von Nebra um 1600, 1550 vor Christus verlieren die Gebiete und auch diese Herrscher hier völlig an Bedeutung. Dieses, nennen wir es mal, Reich von Nebra. Natürlich wissen wir nichts über die genaue Verfasstheit. Das bricht zusammen. Und lokale Fürstentümer, Häuptlingstümer übernehmen die Macht. Aber die haben nicht mehr die Verbindungen, die haben nicht mehr die weit ausstrahlende Bedeutung. Es handelt sich also hier um lokale Herrschaften, die durchaus aufgrund des reichen Landes einen gewissen Wohlstand erlangten, aber nie mehr die internationale Strahlkraft, die die Frühbronzezeit hier erlangte. Musik.